Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es hier um meinen Frästisch. Ich hatte das im letzten Video schon angekündigt, dass ich den Frästisch umbauen möchte. Ne, ich habe also, früher war hier so eine Blechplatte drin. Ich zeige euch die mal eben. Ja, hier so ein Stahlblech abgekantet. So, da ich hier in meiner Werkstatt keinen Platz habe für einen eigenen Frästisch, habe ich dann diese Stahlplatte getauscht gegen so eine Siebdruckplatte hier mit Einlegeplatte. Aber diese Einlegeplatte ist suboptimal, denn ich bekomme die nie so hundertprozentig nivelliert hier in der Höhe. Ich habe hier immer so eine leichte Kante und schlage da mit den Werkstücken dagegen. Ne? Und jetzt, wo ich hier meine CNC-Fräse gebaut habe, habe ich überlegt, man könnte ja diese Siebdruck plus Einlegeplatte einfach austauschen gegen eine Platte aus einem Guss, ne, aus so einer Aluplatte. Und links seht ihr diese Aluplatte, ich habe die besorgt. Ja, und das wollen wir heute machen. Also das Teil austauschen und ja, entsprechende Fräsungen anfertigen mit meiner CNC-Fräse. Ne? Bevor ich da jetzt noch ins Detail gehe, möchte ich auch daran erinnern, wir werden heute am Ende des Videos auch den Gewinner ermitteln meines Gewinnspiels. Ich hatte ja als Dankeschön für meine 500 Abonnenten so ein kleines Gewinnspiel ausgetragen. Die, die daran teilgenommen haben, ja, sollten bis zum Ende des Videos abwarten. Und dann machen wir das per Zufallsgenerator und ja, werde ich euch den Gewinner bekannt geben. Ne? Jetzt hier noch zu meiner Fräse. Also ich habe mir damals hier so einen Anschlag gebaut. Und diesen Anschlag kann ich hier an den Längsanschlag meiner Tischkreissäge montieren. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie das geht. Oder ich hole euch mal eben ran mit der Kamera, dann sieht man das besser. So, also das ist hier mein Anschlag. Den kann ich ja, demontieren oder zerlegen. Sind hier zwei Rändelschrauben, kann man abmachen. Ja, und diese Aufnahme kann ich hier an meinem Fräsanschlag auch weiterverwenden. Und da habe ich mir hier so Rändelschrauben angefertigt. Und hier habe ich dann die Möglichkeit, diesen Anschlag hier festzuschrauben. So, und jetzt kann ich hier an dieser Führungsschiene kann ich jetzt millimetergenau meinen Anschlag positionieren. Das ist echt eigentlich eine feine Sache. Ne? Wie gesagt, das Einzige, was nicht so toll ist, ist hier diese Einlegeplatte. Und das werden wir jetzt abstellen. Hier kommt eine komplette Aluplatte rein. Die habe ich hier links liegen. Es ist nur ein Problem. Die Aluplatten, die ich hier besorgt habe, sind 10 mm stark. Aber ich brauche so eine dicke Platte, weil hier seht ihr die Bohrungen und mit die Bohrungen sind halt wichtig, damit ich nachher diese Fräsplatte auch an die Säge festschrauben kann. Ne? So, was habe ich mir da überlegt? Ich habe jetzt hier nicht nur diese Aluplatten mir besorgt, sondern auch noch eine Siebdruckplatte. Die ist aber nur 20 mm stark. So, und an den Stellen, wo die Schrauben sitzen, mache ich hier entsprechende Nuten rein mit noch Taschen, ne, Frästaschen, dass ich nachher die Möglichkeit habe, diese Siebdruckplatte auch wieder an die Säge festzuschrauben. Hier diese Aluplatte, wenn sie dann gefräst ist, die kommt dann hier auf diese Siebdruckplatte. Ich werde die mit zwei Komponentenkleber, mit diesem Metallkleber, werde ich die festkleben. Hier die Schiene für diesen Anschlag werde ich natürlich auch wieder hier einlassen. Die ist etwas stärker oder dicker als die Aluplatte, ich glaube 2-3 mm. Das heißt, hier muss ich auch noch eine Nut reinfräsen von 2-3 mm Tiefe, damit ich die dann hier reinsetzen kann. So, und dieser schmale Streifen wird dann auch nachher hier festgeklebt. Ne? Diese Siebdruckplatte ist so 2-3 mm rundherum größer. Wenn die geklebt ist, nachher diese Aluplatten, dann möchte ich hier einmal mit dem Bündigfräser noch drumherum fahren, ne? Damit das wirklich exakt ist. Ne? Die sind auch hundertprozentig im rechten Winkel zurechtgesägt, hier diese Aluplatten. Das ist also, damit das nachher auch wirklich hier hundertprozentig passt. Ne? Das ist ja auch wichtig. Ne? So, und was ihr hier noch seht, das sind nochmal 4 Aluplatten a 6 mm Stärke. Da möchte ich mir dann jetzt hier diese, hier habe ich ja dieses rote und dieser gelbe Ring, das sind ja auch nochmal so Einlagen, wenn man hier verschiedene Fräsen in verschiedenen Durchmessern nutzt,
Dann kann man das Loch hier größer oder kleiner machen. Das möchte ich natürlich auch hier an diesem Frästisch haben. Aber ich glaube hier zwei Durchmesser, hier habe ich 1, 2, 3. Wenn ich hier zwei Durchmesser habe, das reicht dann. Einmal hier 32 mm und um die 60 mm werde ich machen. Ne? So, und die Platten werden wir dann nachher hier einsetzen können. Ne? So, womit fangen wir an? Ich habe hier eine Frässchablone mit den entsprechenden Bogen, wie Sie sagen müssen. Das Teil werde ich einscannen, dann werde ich das vektorisieren und dann mache ich eine DXF-Datei daraus. DXF, dieses Format, braucht man eine CNC-Fräse. So, und dann werden wir nicht direkt hier in dieses Alu-Teil reinfräsen, sondern dann werde ich erstmal gucken, ob die Vektorgrafik, so wie ich sie erstellt habe, dann auch wirklich mit den Bogen passt. Das heißt, ich nehme ein Stück Siebdruckplatte oder muss mal gucken, was ich da habe, 10 mm stark, und mache dann erstmal hier in das Holz die entsprechenden Fräsungen und gucke dann, ob das hier mit dieser Oberfräse passt. Ne? Und wenn das der Fall ist, dann kann ich dann nachher hier reinfräsen. Aber da werde ich auch erst diese Einlagen hier fräsen. Wenn ich die nämlich fertig habe, dann kann ich immer zwischendurch auch gucken, passt die oder passt die nicht. Weil wenn sie nicht passt in diese Aussparung, dann habe ich hier nachher noch die Möglichkeit, vielleicht ein, zwei Zehntel dann wegzunehmen mit der Fräse und das so weit anzupassen, dass es dann passt. Ne? Ja, so, jetzt habe ich wieder genug geredet. Gehen wir mal in den Computer, jetzt machen wir erstmal die Zeichnung, dann machen wir hier die Schablone mit den Bohrungen, bauen hier diesen alten, dann werden wir hier noch in diese Platte, solange ich hier die Fräse noch so funktionstüchtig habe, werde ich hier noch die Nut einfräsen. So, dann nehmen wir das hier alles auseinander und gucken, ob meine Schablone hier mit den Bohrungen passt. Und wenn dem dann so ist, dann können wir hier die Einlageplatten fräsen und danach hier in die dicke Platte reinfräsen. Ne? Ja, so ist der Plan und dann legen wir jetzt mal los. So, ich habe jetzt die Bohrschablone eingescannt und jetzt hier in mein Corel Draw, damit erstelle ich Vektorgrafiken, importiert. Ne, das seht ihr jetzt hier. So, und jetzt werde ich hier, oder das habe ich schon gemacht, die einzelnen Bohrungen nachzeichnen. So, ich habe jetzt, ihr seht hier in der Ebene ist jetzt diese Frässchablone, dieses gescannte an oberster Stelle, das schiebe ich jetzt mal runter. So, jetzt, oder ich sag mal, ich lösche es direkt. Dann seht ihr das fertige, die fertige Vektorgrafik, also ich habe jetzt die Bohrungen einfach nachgezeichnet, ne? Und aus dieser Datei, ich habe jetzt hier auch mehrere Dateien noch angefertigt. Einmal, das sind jetzt hier für die Einlegeplatten. Also die werden jetzt nicht kreisrund, sondern haben hier so eine Ecke, damit die sich nicht nachher verdrehen können und damit die auch immer in der richtigen Position eingesetzt werden. Hier mache ich auch noch so eine kleine Aussparung, dass ich hier eventuell, weil ich möchte hier so kleine Magneten noch reinsetzen, dass sie sich auch festsetzt. Und dann kann ich hier mit einem Schraubendreher oder so vielleicht hier an dieser Einfräsung dann die Platte besser raushebeln. Ne? Man könnte die natürlich auch von innen rausholen. Muss ich mal schauen, aber so habe ich das erstmal geplant. Und das ist jetzt hier nochmal spiegelverkehrt, weil von unten kommen dann, weil das ja Alu ist, ist ja nicht magnetisch, werde ich hier noch so kleine Unterlegscheiben einbringen, aber auch entsprechende Taschenfräsen. Also ich habe jetzt hier im Prinzip drei Dateien, Vektordateien, die werde ich jetzt exportieren in das DXF-Format. Ja, und dann gehen wir an die Fräse und dann machen wir erstmal auf Siebdruck hier eine Probefräsung und schauen, ob die Bohrungen, ob das wirklich so passt. Ne? Denn man kann ja gerade bei so eingescannten Vorlagen nicht immer davon ausgehen, dass das auch Millimeter genau alles stimmt. Ne? Zur Not müssen wir das dann nochmal anpassen. Ich habe die jetzt hier in Estelcam eingeladen und jetzt gehen wir mal rüber zur Fräse. Da wollte ich euch auch noch eben kurz was zeigen. Ja, was hier auffällt, ich habe hier so einen Schnorchel dran gemacht. Das ist so eine Minimalmengenschmierung. Die brauche ich dann später für das Alufräsen, weil ich möchte dann nämlich mit Schmiermittel arbeiten. Schmiermittel habe ich auch schon besorgt hier. Und was ich noch gemacht habe hier an der Fräse ist hier diese, an der Z-Achse, diese Aluplatte habe ich verstärkt. Ne? Ich hatte vorher hier so eine dünnere, die ist 10 mm stark und jetzt die neue ist 20, weil ich habe bei der dünnen festgestellt, dass die Spindel doch etwas vibriert. Ne? Und das ist natürlich dann nicht so gut, wenn wir dann Alu fräsen. Ich erhoffe mir, dass wir dann ein besseres Ergebnis erzielen. Ne?
Naja, werden wir sehen. Also jetzt machen wir erstmal in Siebdruck eine Probefräsung. Hier, ich mache jetzt hier, tue jetzt mal einfach so, als wäre es hier Aluminium, um zu schauen, ob die Zeichnung, die wir in Cold Raw angefertigt haben, ob die passt. So, bevor ich jetzt hier die Tasche in die Siebdruckplatte fräse, also für die spätere Einlegeplatten, wollte ich euch am Computer mal kurz zeigen. Hier in Estelcam habe ich mal so eine Vorschau eingespielt. Also ich werde jetzt hier nicht linear die Tasche wegräumen, sondern in kreisförmigen Bewegungen, das nennt man dann Schälen, von innen nach außen. Ne? Mal gucken, wie das klappt, weil das soll gerade später, wenn wir dann in Alu fräsen, für den Fräser ist das schon da, weil ja immer nur Millimeterchen für Millimeterchen da weggeschält wird, ne, vom Material. So, die Schablone ist fertig. Bevor wir jetzt gucken, ob die passt, werden wir jetzt aber erst hier diese Schiene oder ich sag mal die Not für die Schiene hier in diese Siebdruckplatte einfräsen. So, ihr seht, die Schablone passt einwandfrei. Ich möchte aber ehrlich sein, das ist jetzt bestimmt die vierte Schablone, die ich angefertigt habe. Ja, also bis die Löcher wirklich exakt passten, musste ich noch einige Male die Zeichnung anpassen. Aber jetzt haben wir es perfekt und können die Einlegeplatten anfertigen. Ich habe drei Einlegeplatten angefertigt, einmal eine mit 60 mm Innendurchmesser, eine mit 32 und eine geschlossene. Die passen hier auch wunderbar rein. Ja, ich bin also sehr zufrieden damit. Das Einzige, was mir nicht ganz so gut gefällt, das ist das Fräsbild hier an den Kanten. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Hier sind so leichte Rattermarken zu sehen. Ne? Das liegt daran, weil meine Fräse... Die ist ja, kommt ja vorwiegend aus Multiplex gebaut. Somit ist, ja, ist es eine weiche Fräse, sagt man. Ne? Also die vibriert natürlich, wenn sie so hartes Material fräst. Und diese Vibrationen, die übertragen sich natürlich hier auf das Fräsbild. Ne? Aber gut, von der Genauigkeit hier passt das alles einwandfrei. Das sieht halt nur ein bisschen unschön aus. Mich stört es aber jetzt nicht so wahnsinnig. Ne? Von daher können wir jetzt weitermachen. Ja, der nächste Schritt wäre jetzt in diese große Aluplatte hier links, hier jetzt das Gegenstück, also die Tasche zu fräsen. Ne? Die DXF-Datei habe ich ja jetzt schon vorbereitet. Das heißt, wir spannen jetzt die Platte an die Fräse ein und ja, dann wird die Tasche gefräst. Ne? So, bevor wir jetzt hier die Tasche in die Aluplatte fräsen, möchte ich hier die Opferplatte, die ja schon ziemlich gelitten hat, ne, man sieht ja auch diese Flecken von der Minimalmengenschmierung und ja diese ganzen Einbuchtungen, werde ich jetzt erstmal hier die Platte nochmal planfräsen. Dafür habe ich hier einen extra Spezialfräser, der hat 35 mm Durchmesser, damit geht das eigentlich rubbel die Katz. Yeah.
So, jetzt habe ich hier die Platte geplant. Ich habe jetzt einfach 0,3 mm runtergenommen. Und als nächstes werden wir jetzt ja, hier die Aluplatte drauf spannen. So, jetzt wird es langsam spannend. Jetzt werden wir die Tasche hier in diese große Aluplatte fräsen. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Diese Einlagen haben ja schon ganz gut funktioniert. Ja, schauen wir mal. So, jetzt bin ich hier mit dem Fräsen fertig und ich bin ja eigentlich auch sehr zufrieden. Ich habe jetzt gerade noch die einzelnen Aussparungen und Bohrlöcher gesenkt mit einem 45 Grad Senker. Ja, das kann man hier schön deutlich sehen. Und hier sind auch die kleinen ja, Aussparungen für die Magnete, die vier Stück. Und wenn man jetzt mal hier so rüber fühlt, das ist spiegelglatt. Man sieht zwar hier die Fräserspuren, aber das ist wirklich Babypopo glatt. Also da bin ich sehr mit zufrieden. Ich hole jetzt mal eben noch so eine Einlegeplatte und lege die mal rein, dann könnt ihr mal schauen. So, hier habe ich jetzt eine Einlegeplatte. Die passt einwandfrei da rein. So, schaut mal, die Aluplatte ist jetzt fertig. Die Einlegeplatten sind fertig. Ich bin mit dem Ergebnis richtig zufrieden. Jetzt müssen wir nur für die Oberfräse hier in der Siebdruckplatte hier auch die entsprechende Aussparung machen. Ja. Und ich habe vorher, bevor ich die Aluplatte gefräst habe, habe ich mir hier den Nullpunkt auch von der Aluplatte übertragen. Ja, hier das Loch. So, und ja, das machen wir wieder eine CNC-Fräse. Aber vorher möchte ich noch hier diese Nuten mit den Taschen fräsen für die Schrauben, damit ich die Platte später auch an die Säge montieren kann. Ich habe mir hier, seht ihr diese roten Striche, die habe ich mir hier von dieser alten abgekanteten Stahlblechplatte, habe ich die jetzt übertragen und habe mir hier so eine Schablone gemacht für für die Oberfräse. Da werde ich jetzt mit einem Kopierring ja, und der Oberfräse entsprechende Nuten und hier diese Taschen fräsen in diese Siebdruckplatte. Ja, und danach machen wir dann hier diese große Aussparung für die Oberfräse noch rein. So, ich tausche jetzt hier von der Oberfräse, da war hier dieser Einlegering drin. Stattdessen kommt jetzt hier dieser Kopierring rein. Und mit dem Kopierring, der hat hier so eine kleine Kante, kann ich dann nachher hier an meiner Schablone entlang fahren und ja, hier diese Tasche fräsen mit der Nut.
Siebdruckplatte ist jetzt auch fertig mit den ganzen Aussparungen. Hier diese Taschen für die Schrauben und für die Oberfräse dann hier auch die passende Aussparung. Ich habe so ein bisschen Luft gelassen. So, und der nächste Schritt wäre jetzt, ja, hier die Aluplatte hier drauf zu kleben. So, jetzt kleben wir die Platte fest. Das muss recht schnell gehen, denn wir haben nur so 4-5 Minuten Zeit für die Verarbeitung von dem Zeug hier. So, die Fräsplatte ist jetzt fertig. Rundrum habe ich jetzt mit dem Bündigfräser hier noch die Siebdruckplatte angepasst an das Aluminium. So, der nächste Schritt wäre jetzt ja, der Austausch der alten Platte gegen jetzt hier diese neue. Da das Video jetzt aber schon über 20 Minuten lang ist und wir ja auch noch die Auslosung für das Gewinnspiel hier machen möchten, beende ich jetzt das Video an dieser Stelle und ja, den Einbau und hier auch noch die Höhenverstellung, die elektrische für die Oberfräse, werden wir dann im nächsten Video behandeln. So, hier haben wir jetzt den Zufallsgenerator. Ich gebe jetzt hier mal die URL ein von meinem letzten Video. Hashtag war ja Gewinnspiel. Und dann drücken wir hier auf Start. Dann schauen wir mal, wer den Kreuzlinienlaser oder dieses Modul gewonnen hat. Udo Bastelgucker ist der Sieger. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, ihr Lieben, mit der Ermittlung des Gewinners endet jetzt hier auch das Video. Eine kleine Info noch an Udo, den Bastelgucker. Bitte teile mir deine Anschrift mit. Schreib mir eine E-Mail an info@office-werkstatt.de. Ja, und noch ein kleines Resümee. Also ich bin total happy über meine CNC-Fräse. Die hat heute bewiesen, dass sie in Alu fräsen kann, auch wenn da hier so kleine Schönheitsfehler sind wie diese Rattermarken. Aber das habe ich mir schon fast gedacht, dass die in dieses harte Material, ja, dass die da jetzt nicht so ein sauberes Fräsbild erreicht wie zum Beispiel, wenn man Holz fräst. Ne? Ja, aber trotzdem, also die Maße, alles top, ne? Ich habe ja hier kaum Spiel und im nächsten Video werden wir dann die Platte hier an meine Tischkreissäge oder wenn wir die einbauen und wir spendieren der Oberfräse noch eine elektrische Höhenverstellung. Freue ich mich schon drauf. Ob es klappt, werden wir sehen. Ja, und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.